Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke für Ihr Interesse an der Vorstellung heute der neuen Publikation Jüdisches Leben in Deutschland. Eine Publikation, die einerseits die schwierige Situation abbildet, nämlich die Frage auch zunehmender Straftaten, auf der anderen Seite aber auch viele Perspektiven mit aufzeigt und das Alltagsleben darstellt. Und ich darf Ihnen drei Persönlichkeiten vorstellen, die heute nicht nur die Publikation, sondern auch darüber hinaus die Situation vor Ort und in Bayern und in Deutschland benennen. Das ist zum einen der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Herr Dr. Josef Schuster. Das ist zum zweiten der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe, Herr Dr. Ludwig Spähnle. Und es ist zum dritten der Direktor der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung, Herr Rupert Grübel, der ganz wesentlich zusammen mit Ludwig Spähnle diese neue Publikation Einsichten und Perspektiven mit erarbeitet und erstellt hat. Eine Fortsetzung übrigens eines Vorgängerbandes, nämlich des Antisemitismusbandes, der im Jahr zuvor erschienen ist. Herr Dr. Schuster. Meine Damen und Herren, Herr Unger hat es gerade angesprochen, das zweite Heft der Reihe zu jüdischen Themen aus Einsichten und Perspektiven jüdisches Leben in Deutschland nach dem Ihnen bereits bekannten Heft Antisemitismus. Ich halte es für ein ganz wichtiges Heft. Wir werden darüber Sie werden darüber noch mehr gleich hören. Und zwar deshalb, weil in diesem Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland es mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass dieses Festjahr nicht nur dazu genutzt wird, das Thema Antisemitismus zu bearbeiten. Schlimm genug, dass man es in der Form bearbeiten muss und auch ehrlicherweise für mich sehr bedrückend, dass in der gegenwärtigen Situation mit Corona-Leugnern hier auch immer wieder antijüdische, antisemitische Mythen aufgegriffen werden. Unabhängig davon geht es aber nicht nur mir, sondern ich glaube allen in diesem Jahr darum, jüdisches Leben zu zeigen. Jüdisches Leben, das es in Deutschland eben nunmehr genau am 11. Dezember dokumentiert, 1700 Jahre gibt, das eine schreckliche Zeit 1933 bis 1945 erfahren hat und das es aber nach 1945 wieder gibt. Ein doch, wie ich meine, gerade in den letzten 30 Jahren seit 1990 wieder deutlich verstärkt wahrnehmbares, erkennbares jüdisches Leben, und zwar in der ganzen Bundesrepublik, selbstverständlich auch in Bayern. Und dieser neue Band, der jetzt erscheint, befasst sich eben mit dem jüdischen Leben in Deutschland heute von ganz, muss man sagen, verschiedener Warte her und will dieses jüdische Leben näher bringen. Und ich hoffe sehr, dass es gelingt, als einen weiteren Mosaikstein mit diesem Heft auch in die Breite zu kommen und damit diese Thematik jüdisches Leben auch breiter in der Bevölkerung zu verankern. Etwas, wir haben ja jetzt dieses Jahr, das Corona-bedingt sicherlich Probleme hatte oder nicht ganz so wirken konnte, wie wir es uns vielleicht alle erhofft haben. Und trotzdem, und das ist eine Bilanz und ist eine Zwischenbilanz, jetzt Anfang Dezember 2021 sehr viele Menschen erreicht hat und auch für ein zunehmendes Interesse an der Thematik geführt hat. Das Festjahr wurde ja wegen Corona verlängert bis Mitte des kommenden Jahres, also Mitte 2022. Und mit einem solchen Heft, wie wir es vor uns haben, sehe ich auch nicht nur die Verlängerung bis in den Juli 2022, sondern auch eine längerfristige Perspektive zu dieser Thematik. Vielen Dank. Danke, Herr Dr. Schuster. Herr Grübel, die Bayerische Landeszentrale für politische Bildung hat zusammen mit der Geschäftsstelle des Beauftragten für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus diese Publikation gemacht. Welche Schwerpunkte haben Sie gesetzt? Sehr geehrter Herr Dr. Schuster, sehr geehrter Herr Dr. Spähnle, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Eröffnungsworte.
Ja, die Vorbereitungen für diese beiden Bände, die uns jetzt vorliegen, gehen zurück bis ins Jahr 2019. Bereits Anfang 2019 haben wir Dr. Spendle und ich uns Gedanken gemacht, wie wir auf geeignete Art und Weise diesem schrecklichen Phänomen des Antisemitismus in unserem Land, des zunehmenden Antisemitismus und gleichzeitig diesem Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gerecht werden können. Und wir waren uns ganz schnell einig, dass wir es nicht bei einem Heft belassen können. Ich darf den Titel des Beitrages von Professor Brenner, Lehrstuhlinhaber hier in München an der Ludwig-Maximilians-Universität für jüdische Geschichte, zitieren. Herr Brenner sagt, wir müssen uns sehr davor hüten, die jüdische Geschichte auf eine Verfolgungsgeschichte zu reduzieren. Und genau das ist der Ansatz, den Dr. Spendle und ich 2019 gewählt haben. Wir waren uns im Klaren darüber, dass wir zum einen das Phänomen Antisemitismus beschreiben, erklären müssen, leider in seiner Vielfältigkeit. Aber so wichtig das ist, an diese schrecklichen Verbrechen, die in deutschem Namen zwischen 1933 und 1945 geschehen sind, immer wieder zu erinnern, an den Holocaust zu erinnern, diese Erinnerung von Generation zu Generation weiterzugeben, wir dürfen es nicht dabei belassen. Unser Ziel ist, ein Verständnis dafür zu schaffen bei der Bevölkerung, dass jüdische Kultur ein fester, wichtiger, toller, immanenter Bestandteil der Kultur unseres Landes ist. Und deswegen haben wir damals schon beschlossen, dass wir auf diesem ersten Band Antisemitismus einen zweiten folgen lassen, den wir Ihnen heute vorstellen wollen, nämlich jüdisches Leben in Deutschland. Es war uns natürlich klar, dass wir nicht die Einzigen sein werden, die einen solchen Band vorlegen und haben versucht zu antizipieren, was könnten denn andere Institutionen machen. Und wir haben versucht, ausschließlich in diesem Band Mitglieder der jüdischen Gemeinden in Deutschland, in Bayern selbst zu Wort kommen zu lassen. Und ich glaube, es ist gelungen, ein breites Spektrum an Persönlichkeiten, wie bereits genannt, Professor Brenner, aber auch die Journalistin Mirna Funk, junge Leute zu Wort kommen zu lassen, um jüdisches Leben aus der Perspektive der jüdischen Gemeinschaften zu beschreiben. Vielen Dank. Herr Dr. Spendle. Josef Schuster stand vor einigen Monaten am Würzburger Hauptbahnhof, vor einem Jahr, und konnte in seiner Funktion als Vorsitzender der israelitischen Kultusgemeinde für Würzburg und Unterfranken ein ganz besonderes Denkmal miteröffnen, nämlich ein Denkmal an die aus Unterfranken deportierten und ermordeten jüdischen Menschen. Wenn der Zentralratsvorsitzende der Juden in Deutschland heute, Josef Schuster, gleichzeitig Vorsitzender des Landesverbandes der israelitischen Kultusgemeinde in Bayern, ein solches Signal setzt, dass die Landeszentrale für politische Bildung und der Beauftragte für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus mit einem solchen Heft, mit einer solchen Publikation jüdisches Leben beleuchten wollen, dann ist das ein starkes Signal. Jüdisches Leben begegnet mir in diesem Land heuer in ganz vielfältiger Weise und darum geht es. Wir treffen junge Menschen, die zum Teil noch in Nachfolgestaaten der Sowjetunion geboren sind, Anfang des Jahrtausends, die sich jetzt politisch engagieren. Wir treffen Menschen, die den Holocaust überlebt haben. Das deutsche Judentum ist bis auf 10%, 8% im Holocaust vernichtet worden, die ihren Weg in Deutschland gegangen sind und die deutlich machen, dass das Judentum Deutschland genauso prägt wie Deutschland das Judentum, wenn ich vor einigen Wochen in Haifa sein konnte, der Geburtsstadt von Josef Schuster, und dort mit Verantwortlichen sprechen konnte über die Weiterentwicklung eines Museums für die deutschstämmigen Juden in Israel, dann macht das die Vielfalt jüdischen Lebens deutlich. Es gibt keinen Lebensbereich, in dem ihnen nicht Jüdinnen und Juden begegnen. Wenn vor einigen Monaten der erste Militärrabbiner in der Bundesrepublik Deutschland ins Amt eingeführt werden konnte, wenn in Baden-Württemberg, wir in Bayern überlegen, diesen Schritt zu folgen, Polizeirabbiner im Amt sind, die
beratend zur Verfügung stehen, die auf der anderen Seite auch junge Menschen, die im Polizeidienst sind, jüdischen Glaubens betreuen. Wenn wir sehen, in welchem Engagement Hunderte von Ehrenamtlichen in Bayern im Rahmen dieses Jubiläums 1700 Jahre an vielen hundert Orten an jüdisches Erbe erinnern, dass Gemeinden, alte, kleine Synagogen, Zeugnisse des Landjudentums zu ihren Kulturzentren gemacht haben. Wenn man gleichzeitig sieht, dass nicht nur über diese kulturell-geschichtliche Dimension jüdischen Erbes gesprochen wird, sondern dass etwa in der Gemeinde Ichnerhausen im Landkreis Günzburg seit 20 Jahren und länger Grundschulkindern durch Gymnasialschülerinnen und Schüler in einem entsprechenden Workshop, in einem Projekt jüdisches Leben und seine Zusammenhänge deutlich gemacht werden, dann kann man den Ansatz, glaube ich, heuer als erfolgreich in der Umsetzung begreifen, auf jüdisches Leben und die Dimension, die unser Land im Rahmen der jüdischen Geschichte seines Anteils hat, hinzuweisen. Das ist strategisch wichtig, weil nur wenn ich was weiß, kann ich gegen das Gift der Dummheit und des Antisemitismus ein Stück weit mehr immun sein. Insofern ist diese Unternehmung der Landeszentrale, an der wir mitwirken durften, mit diesem Zugang, jüdische Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen zu lassen und die ganze Vielfalt vom jüdischen Schulwesen über die historische Dimension bis zur Frage, wie gehen eigentlich jüdische Museen in der Gegenwart mit dieser Aufgabe um, jüdisches Leben wiederzuspiegeln, ein solch vielversprechender Ansatz, Wissen über das Judentum in unserem Land ein Stück vorwärts zu bringen. Die Bayerische Landeszentrale ist eine der ganz großen Verbreitungsorganisationen und Möglichkeiten, in die Tiefe des Landes an Menschen heranzukommen, die politisches Interesse haben. Aber ich glaube, wir müssen ein Stück weitergehen am Ende dieses Jahres. Wenn es richtig ist, dass jüdisches Leben dieses Land seit 1700 Jahren mitprägt, dann ist es auch staatliche Aufgabe, sich dem Schutz jüdischen Lebens noch stärker zuzuwenden. Deswegen ist ein Vorschlag, den ich mit aufgegriffen habe, für die Bayerische Verfassung, aber auch für das Grundgesetz, ein Staatsziel, Schutz des jüdischen Lebens und Bekämpfung des Antisemitismus zu formulieren. Wir stehen am Beginn einer neuen Legislaturperiode in der Bundesrepublik Deutschland. Darüber das Gespräch zu führen, ist für mich ein logischer Schritt, wenn man sagt, das jüdische Leben prägt unser Land nachhaltig. Danke. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt die Möglichkeit, uns Fragen zu übermitteln, und zwar über die E-Mail-Adresse presse.antisemitismusbeauftragter@stmok.bayern.de. Sie haben die alle erhalten. Sie können jetzt gerne, wenn Sie wollen, auch diese Fragen stellen. Ich würde selber Herrn Dr. Späne vielleicht eine Frage stellen. Wissen gegen Judenhass, ist das Allheilmittel? Reicht das alleine oder wie sehen Sie es? Nein, wir brauchen erstens, man kann was tun. Das ist das Allerwichtigste. Die Phänomene, die beschrieben sind, die im Zuge der Pandemie an Dramatik und Schärfe noch zugenommen haben, denen muss man sich entgegenstellen. In der Zivilgesellschaft, durch die Vermittlung von Wissen im breitesten Sinne, schulisch, außerschulisch, im Ehrenamt, in der Wissenschaft, in den öffentlichen Behörden. Hier muss auf der Höhe der Zeit über Antisemitismus, über die Situation Israels und über jüdisches Leben zusätzlich informiert werden, weil nur dann die Anfechtungen dessen, was in antisemitischem Unrat geistig stattfindet, weil man dem begegnen kann, ein Stück weit ist hier auch ein noch mehr und breiterer Ansatz möglich. Herr Dr. Schuster, 1700 Jahre jüdisches Leben, das Jubiläumsjahr, das Festjahr ist ja verlängert worden bis Mitte kommenden Jahres. Lässt sich denn aus Ihrer Sicht erkennen, dass das Interesse der Menschen in die Breite, dass das deutlich zugenommen hat, ist das für Sie erkennbar oder trifft es eigentlich die Leute, die immer schon das Thema für wichtig gehalten haben? Wie sehen Sie das? Offensichtlich, das sagen eigentlich alle Statistiken und das sagen alle Veranstalter, erreichen wir in diesem Festjahr deutlich mehr Menschen als die, ich sage mal, üblich Verdächtigen, die man immer schon erreicht hat, gutmeinend, die bei Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit waren, die schon immer sich in irgendeiner Form in jüdischen Gemeinden, Gesellschaften aktiviert haben. Das Interesse ist groß. Wer gemeint hat oder wer meint, dass ein solches Festjahr das Allheilmittel ist, um Antisemitismus zu bekämpfen, dem hätte ich von vornherein sagen können,
Definitiv nicht. Aber es geht darum, die Menschen, die eigentlich, sei es jetzt gleichgültig sind oder auch schon eine vorgefertigte, in diesem Fall meine ich positive Meinung haben, in ihrer Meinung zu bestärken und ihnen auch Rückhalt zu geben und vielleicht auch so manchen, ja, der vielleicht schon so doch ein bisschen Vorbehalte hat, etwas diese Vorbehalte nehmen zu können. Unter diesem Aspekt sehe ich den bisherigen Verlauf dieses Festjahres absolut positiv. Ich glaube, es war nicht zu erwarten, dass so viele Veranstaltungen quer durch Bayern, quer durchs Bundesgebiet, gerade auch in kleineren Orten, die vielleicht einmal eine jüdische Gemeinde hatten oder die gar keinen Bezug zu einer jüdischen Gemeinde haben, zu diesem Erfolg führen würden. Herr Grübel, die Landeszentrale hat mit der neuen Publikation eigentlich ihre Anstrengungen gegen Antisemitismus und zur Information über jüdisches Leben verbreitert. Gibt es da noch weitere Chancen? Sehen Sie die Notwendigkeit, dass man vielleicht im elektronischen Bereich mehr macht oder glauben Sie durchaus, dass gerade solche Hefte, in die ja auch viele Multiplikatoren reinschauen, die an jede Schule gehen, dass die doch einen ganz zentralen Punkt erreichen, nämlich die Menschen, die möglicherweise auch junge Leute mit auf den Weg bringen können? Zum einen muss man sagen, dass die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit ihren Kampf gegen Antisemitismus ja nicht erst jetzt begonnen hat. Wenn Sie sich die Geschichte der Landeszentrale ansehen, dann werden Sie feststellen, dass das seit jeher ein ganz wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit schon immer war. Natürlich haben wir jetzt im Rahmen dieses Festjahres unsere Anstrengungen nochmal erhöht. Aber das sind beileibe nicht die einzigen Publikationen, die wir in unserem Angebot haben zu diesem Thema. Und selbstverständlich darf unsere Anstrengung jetzt nicht enden, sondern die muss unvermittelt weitergehen. Und es finden auch Online-Web-Talks zu diesem Thema statt seit vergangenem Jahr. Und wir werden selbstverständlich nicht nachlassen in unseren Anstrengungen. Ich schaue im Moment in den E-Mail-Account rein und sehe im Moment keine Fragen. Ich kann noch mal gerne Sie auch motivieren, liebe Kolleginnen und Kollegen aus journalistischer Zunft, dass Sie Ihre Fragen gern stellen. Wir würden die auch einspielen. Es besteht die Möglichkeit, presse.antisemitismusbeauftragter@stmok.bayern.de wie übermittelt. Ich würde meinen, wenn keine Fragen, wir warten vielleicht noch ein, zwei Minuten. Wir haben ja das PDF gestern schon verschickt, sodass auch die Kollegen vorher schon reinschauen können. Ich weiß auch, dass einige Kollegen gesagt haben, wir haben schon reingeschaut, wir haben da eine Botschaft, wir konnten die Informationen auch wahrnehmen. Wir wollten das heute aber trotzdem in dieser Form tun. Warten wir noch zwei Minuten und dann würde ich meinen, können wir auch, wenn keine Fragen mehr kommen, dieses Pressegespräch dann beenden. Zusammenhang noch hinweisen Gerne. Auf zwei andere Publikationen und ich sage das ganz bewusst nicht als Eigenwerbung, weil es nämlich keine ist. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat ebenso zwei Sonderhefte zum Thema Antisemitismus veröffentlicht, die sehr empfehlenswert sind. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie auch gerne dort hinein. Fragen. Ich darf mich also sowohl bedanken bei den Persönlichkeiten, die auf dem Podium diese Publikation heute, die ich gerne nochmal hochhalte, auch hier vorgestellt haben. Herrn Dr. Schuster, den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Herrn Dr. Spähnle, den Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe und Herrn Robert Grübel, den Direktor der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie im Vorfeld, aber auch heute durch Ihr Zuschalten Interesse an diesem Thema haben. Ein Thema, was sehr wichtig ist. Die Zahlen im letzten Jahr fast 2300
Straftaten in Deutschland, die für dieses Jahr sehen, zumindest soweit man das im Vorfeld sieht, nicht günstiger aus. Ich sehe gerade, es kommen noch zwei Fragen. Ich würde die gerne auch hier in diese Runde stellen. Die Kollegin Diekmann von der dpa fragt, wie stark findet das jüdische Leben im Schulunterricht Berücksichtigung jenseits des Geschichtsunterrichts zum Nationalsozialismus? Würden Sie sich da noch mehr wünschen? Wo sehen Sie da Defizite oder Nachholbedarf, Herr Dr. Schuster? Danke Ihnen für die Frage. Das ist ein Punkt, ein Wunderpunkt. Es ist sehr gut und es ist sehr wichtig, dass das Thema Shoah mit allen Folgen ausführlich im Schulunterricht befasst wird. Aber wo es tatsächlich in meinen Augen ein Defizit gibt, ist, dass das immer wieder so ein bisschen herüberkommt, die Shoah, als ob 1933 Juden irgendwoher vielleicht vom Himmel gefallen sind und 1945 waren sie aus bekannten Gründen nicht mehr da. Das ist eben, und das ist ja auch das Ziel dieses Festjahres, da vor Jahrhunderte jüdisches Leben in Deutschland, übrigens auch in Bayern, wenn auch nicht ganz so lange wie in Köln, gab, und dass es eben auch wieder ein aktives jüdisches Leben nach 1945, gerade verstärkt nach 1990 gibt. Das sind Punkte, die mir ganz besonders wichtig sind, dass die etwas mehr Stellenwert im Schulunterricht aller Schularten bekommen. Vielleicht darf ich die Frage nochmal an Herrn Grübel geben, der selber viele Jahre als Direktor eines Gymnasiums in München tätig war. Wie stark findet jüdisches Leben im Schulunterricht Berücksichtigung jenseits auch des Nationalsozialismus? Muss da mehr getan werden oder nicht? Eine wichtige, aber auch eine ganz schwierige Frage, Herr Dr. Unger. Es ist nicht an mir, Lehrpläne zu kritisieren, aber ich glaube, dass es in den Lehrplänen aller Schularten, in vielen Jahrgangsstufen, in den Fächern Geschichte, aber auch in Religion, in Ethik, aber auch in Deutsch verankert ist. Ich glaube, es ist nicht auf ein einzelnes Fach zu reduzieren, sondern es ist ein fächerübergreifendes Thema, das immer wieder aufgegriffen werden muss. Und wir versuchen als Landeszentrale den Lehrkräften in Deutschland, aber auch in ganz Bayern, umgekehrt in Bayern und in ganz Deutschland, die nötigen Materialien dafür an die Hand zu geben. Ich darf hinweisen auf unseren YouTube-Kanal, den YouTube-Kanal der Landeszentrale, wo unter anderem ein Videoclip veröffentlicht wurde vor 2 Monaten zum Thema jüdisches Leben in Deutschland. Und wir haben Begleitmaterialien für eine Unterrichtssequenz zur Verfügung gestellt. Dr. Schuster würde gerne noch ergänzen, bevor wir dann auch Herrn Dr. Spähne noch mal bitten, der nicht nur im schulischen Bereich, sondern auch in seiner Funktion als Antisemitismusbeauftragter und Beauftragter für jüdisches Leben auch im Bereich der außerschulischen Bildung verschiedene Impulse gesetzt hat. Herr Dr. Schuster. Ich wollte nur ergänzen, weil Sie mit Recht gesagt haben, ehemals Schulleiter hier in München, dass wir eine unterschiedliche Situation, so empfinde ich es, zwischen der Weltstadt München haben, mit einer sehr aktiven jüdischen Gemeinde, wo jüdisches Leben, glaube ich, so empfinde ich es, selbstverständlicher ist. Oder aber Bayern ist ein Flächenstaat. Wenn wir in die Fläche hinausgehen, gerade in Orte oder Kommunen, wo es keine jüdische Gemeinde gibt, ich glaube, dort ist es natürlich auch schwieriger, sich mit diesem Thema zu befassen. Trotzdem halte ich es auch gerade dort für ausgesprochen wichtig. Herr Dr. Spähne. Ich will das unterstreichen. Wir haben an vielen Stellen in den Lehrplänen, kann ich aus meiner früheren Tätigkeit schon noch beurteilen, die Präsenz und die Information über das, was jüdisches Leben ausmacht. Trotzdem brauchen wir an 3 Stellen mehr, etwas mehr. Das heißt, die Ausformen, die Ausprägungen, auch die aktuellen Entwicklungen im Antisemitismus. Es geht auch um das Israel-Bild, das hängt einfach zusammen. Und es geht um das Thema jüdisches Leben vor und nach der Shoah. Ich will auf eins hinweisen, das Kultusministerium hat für dieses Jahr sein schärfstes Schwert, wenn man so will, das im Bereich Geschichte zur Verfügung steht, nämlich den jährlichen Geschichtswettbewerb, das Erinnerungszeichen mit dem Thema jüdisches Leben in Bayern ausgestattet. Das heißt, dass in diesem Schuljahr, wenn Sie so wollen, bis in die kleine Dorfschule, um Herrn Schuster mit anzusprechen, dieses Thema aufgegriffen wird. Das Kultusministerium arbeitet mit den nachgeordneten Fachbehörden an einer neuen Form der insbesondere digital gestützten zur Verfügungstellung zusätzlicher Informationen, die auf konkrete Situationen zugeschnitten sein sollen. Zum Beispiel das Thema Klassenzimmer. Wenn eine Konfliktsituation im Unterricht entsteht, dass antisemitische
Phänomene auftauchen oder antisemitische Dinge im Unterricht benannt werden, dass dort die Lehrkräfte sich, so ist die Überlegung, zeitnah mit den mit entsprechenden Hilfen und Materialien versehen können, die dann eine solche Konfliktsituation auflösen helfen. Die sogenannten Regionalbeauftragten für Demokratie, Toleranz und gegen Antisemitismus, die, wenn man so will, Kriseneinsatzkräfte mit diesen besonderen Schwerpunkten sind, sind durch den Kultusminister mit einer Verdopplung ihrer Stundenzahl in diesem Schuljahr ausgestattet worden. Trotzdem brauchen wir mehr. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir, ich habe es kurz angesprochen, wie wir mit dem Phänomen umgehen, dass wir in vielen hundert Gemeinden jüdisches kulturelles Erbe haben, diese Lernorte nutzbar machen, diese Erfahrungsorte nutzbar machen, für die Menschen vor Ort Konzepte zu entwickeln, ist meine Anregung, die auf Dauer angelegt über dieses Festjahr hinaus einfach die Begegnung an einem authentischen Ort mit dem, was jüdisches Leben im Kern ausmacht, natürlich auch in der Gegenwart durch entsprechende Angebote nach vorne zu bringen. Ich glaube, dass wir insgesamt eine stärkere Anstrengung im staatlichen Bereich brauchen, die Präsenz jüdischen Lebens und die Bekämpfung des Antisemitismus fokussierter vorzunehmen. Ich habe der Bayerischen Staatsregierung einen Vorschlag unterbreitet, das abgestimmte Handeln der öffentlichen Verwaltungen hier in den Blick zu nehmen. Ich gehe davon aus, dass wir hier ein entsprechendes Konzept zum Jahreswechsel oder zu Beginn des kommenden Jahres auf dem Tisch liegen haben werden. Ich glaube, dass wir insgesamt im Bereich des Ehrenamtes, wenn man nur den Sport ansieht, wir haben zwei jüdische Sportvereine in München und Nürnberg, aber wenn man die große Integrationskraft, die der Sport hat, im ehrenamtlichen Bereich dazu nutzt, auch dieses Phänomen der Begegnung, der Information weiterzugeben. Ich war völlig erstaunt, dass es Partnerschaften zwischen bayerischen Freiwilligen Feuerwehren und Freiwilligen Feuerwehren in Israel gibt. Die Staatsregierung hat im Sommer beschlossen, eine Stiftung zur Unterstützung des internationalen Jugendaustausches zu gründen. Die ist bereits gegründet. Und eine der Schwerpunktsetzungen ist der Austausch mit Israel. Das heißt, es gibt eine ganze Fülle von Punkten, an denen Anstrengungen unternommen werden, aber auch noch unternommen werden müssen. Antisemitismus ist ein Gift, das den Kern, den innersten Kern eines demokratischen Gemeinwesens, weil es die Menschenwürde im Alltag angreift, zerfrisst. Das heißt, auf der einen Seite besteht der Anspruch und die Notwendigkeit jüdischer Menschen gegenüber, dass sie ihren Lebensentwurf völlig uneingeschränkt umsetzen können. Es kann nicht sein, wenn ein jüdisches Paar aus dem Haus geht, dass sie sich nach links und rechts umschauen müssen, wer da unterwegs ist möglicherweise. Und auf der anderen Seite geht es darum, dass diese besondere Situation, dieses Geschenk, dass wir in Bayern und in der Bundesrepublik Deutschland ein so lebendiges jüdisches Leben haben, dass das wahrgenommen wird zu dem, was es bedeutet, nämlich einen ganz zentralen Beitrag zur Vielfalt, zur Dynamik und zur innersten Entwicklung eines starken demokratischen Gemeinwesens in unserem Land. Herzlichen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Interesse, wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen.